Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Hä, wo ist denn der hin? Jetzt war er verschwunden. Ihr habt den auch noch gesehen, oder? Hier eine große Stadt. Schöne große Stadt. Schmerzen hast du, ich hab dich gehört. Irgendwie. Oder auch nicht. Juhu, eine Erinnerung. Und wieder eine okay, eine normale Flasche. Keine Zähnchen diesmal? Unverschämt. Unverschämt. Und dafür einen großen Fächer. Yay. Und eine miese Plüsch, die jetzt meint, sich hier einzuplüschen. Na gut, komm her. Ich kann dich aber nicht kauen, Süße. Ja, das hatten wir schon. Ist hier irgendwas? Nö. Hä? Lass mich da durch. Aber hier war doch noch einer. Ich hab da nur kurz Pause gemacht. Voll rein. Da ist nichts dran. Alles drin. Gut. Na, wird. Ja, komm. Einmal kurz die Katze kraulen. So. Wo wir zum Kuckuck auch immer jetzt hinkommen. Ja. Okay. Bittessen habe ich ein bisschen die Katze verplüscht. Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Namaste, großer Sensei. Ein Dreier! Okay, dafür müssen wir jetzt reinstellen. Wir sind ja dabei umdrehen. Guck. Was passiert, wenn ich damit den Sand auch hier passiert? Ich ja schon mal richtig gut zurecht. Wir sind gerettet! Unsere Wohltäterin! Ihr seid frei, meine Freunde! Oh, mächtiger Falter! Oh, schlafender von Herren! Vielbeiniger Herren übersehen! Dankeschön! Und die sind die nicht aufgesammelt, die sind wertvoll. Ja, dank mir später. Sag mir erstmal, wohin ich muss. Oh, okay. Die gehen normalerweise nicht so hoch. Oh, Schwitznasi! Hi! Lang nicht mehr gesehen. Lang nicht mehr geschnüffelt. Da kommen wir definitiv rüber. Zeig doch. Können wir schon wieder was holen? Updaten? Ja, das hier. Okay, machen wir erstmal alle 3-3. Also unser kleines süßes Kaninchen noch ein bisschen stärker werden. So. Hier, ob man hier im Fluss entstehen kann, aber okay. Gut, da scheint nichts zu sein. Oh Gott, nicht, wir müssen den ganzen Weg nachher wieder zurück und dann da lang. Damit wir irgendwo da. Das ist ein Zähnchen. Sieht sehr danach aus.
Hier. Also, dann guckt sich das erstes gut. Nee, sorry, ihr kommt alle dran. Katze? Hm? Probieren wir jetzt mal. Oder einfach nur drum. Drumherum. Aber wie kommen die hier noch? Okay, ich glaube, das kommt hier echt unendlich. Katze. Den ganzen Tag nicht gepüscht worden, wa? Ich streck mir nicht den Hintern entgegen. Katze, du bist voll. Wie kann man da hochkommen? Ah, wieder zurück in der Nacht. Alles klar. Tut mir leid, Jungs, aber ich muss kurz hier durch. Ich weiß, ich habe mich alle ganz lieb, aber ich muss leider hier durch. Tut mir leid. Ich hör mal drum im Hintergrund, die Katze spinnt gar ein bisschen. Ach, das ist da unten so ein Ding. Aber das ignorieren wir jetzt. Nein, wir müssen das einmal holen. Verdammt, wir wissen, was da drin ist. So jetzt. Wusste ich doch. Ich möchte. Hallo? Alice, hör auf, gegen die Wände zu laufen. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorbene. Vergessen ist eine Kunst. Das heißt, ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ist ja jetzt auch nicht so gruselig jetzt gewesen. Ging ja relativ schnell, ne? Es sei denn, die kommen mir jetzt ein bisschen zu nah. Achso, das war von denen. Na gut, das kann man ja nicht wissen. Krieg ich gerade echt Schaden? Dafür gibst du mir deine Rosen. Hä, wo ist denn der? Okay. Den mehr höre ins Verderben. Mich sehen weiter, bis wir sterben. Euer PC ausmachen. Ja, gut. Ja, ich hoffe, man hört jetzt die Schmatzgeräusche unserer Katze nicht. Die sie wieder meint, sich zu putzen zu müssen. Danke, Katze. Katze, Ente. Miet der Plüsch. Schlafender von Bergen, vielbeinige Herren versehen und Sensei. Göttlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Fichte, schau auf deine demütigen Ameisen. Oh, mächtiger Falter, oh, schlafender von Bergen, vielbeinige Herren versehen und Sensei. Göttlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Fichte, schau auf deine demütigen Ameisen.
Für manche ist Freiheit so wertvoll, dass sie mit dem Leben dafür bezahlen. Ja, ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. So, wir vollgeladen und zwei Zähnchen. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Nö. Okay, aber auf die Fächer. Ich nenne es Fächertanz. Aber für den von hier ist das hier? Tatsache. Ach, da waren unsichtbare Dinger. Oh Gott. Diesmal sind die lila, warum auch immer. So, dann darüber. Na komm, gib wieder hoch. So eine brave Plattform. Nächste ist dort. Ungefähr. Dann haben wir hier noch ein Zähnchen. Müssen wir, glaube ich, zu der da zurück. Dann hier drauf. Und dann da drauf, alles klar. Und da haben wir wieder eine Erinnerung. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Ach, wie nett. Ich glaube, von hier aus kann ich auch darüber springen. Ich muss nur ein bisschen richtig gutes Timing haben. Knapp, aber ich hab's gefunden. Es hat geklappt. Dann muss ich, glaube ich, hier auf den da drauf. Ich glaube, von denen kann man auch hier runter weiter, ne? Jo. Von dem hier können wir dann da drauf. Fast untergefallen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich damals Alice Madness Returns als erstes als Spiel selber gehabt habe, dann einen riesengroßen Bug da drin hatte, sodass das doofe Spiel nicht weiterging. Und dann habe ich mir das Let's Play davon angeguckt. Oh, ging es hier weiter? Nö, hier sind nur noch ein paar Zähnchen. Und wir können hier runter. Sehr gut. Oder umgekehrt? Habe ich jetzt erst das Let's Play angeguckt und dann das Spiel mir geholt? Oh Gott, das ist eine. Bin ich in diesem Party jemals einmal gestorben? Bis jetzt noch nicht, oder? Okay, du guckst auf dein Handy. Du weißt es sowieso nicht. Wieso habe ich das Gefühl, dass da wieder ein Riesenviech kommt? Oh. Wenn ich jetzt mal wie es hieß, wüsste, wie das heißt, Schmucki? Jade. Jade, genau. Danke. Wetten wir Kampf? Wetten wir Kampf? Oh, nein. Ja? Katze? Katze? Nett. Können wir was davon abschlagen und mitnehmen? Schade. Alles verpasst.
Ja gut, jetzt kommen wir wenigstens darüber, ne? Oh, die haben auch... Die haben auch angehalten. Ja gut. Weiß nicht, ich kann auf den Kopf da springen. Tatsache. Okay. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Oh, weia. Meiner Meinung nach, wir sind als erstes entkommen, als es vorher ausbrach. Und die Eltern versuchen uns zu retten, dass wir halt eben nicht im Feuer ersticken. Das Problem ist daher, ja. Scheiße, ich glaube, die sind doch wegen uns gestorben. Nein, ich will da nicht hin. Okay, ich schaff das. Hey, jetzt muss ich an die Dinger durchbagen. Du böse, böse Löffel. War klar. Kampf? Bitte den angreifen. Himmel, Herrgott, nochmal. So, take this. Ich will dich mitnehmen. Kann ja sein, dass das Ding übersteht. Hätte ja sein können. Ach, guck mal, ein Feldtröte. Filtröte haben. Das erinnert mich eher an ja, Bienennest, Wabe. Funktioniert das, wenn ich mich ganz klein mache? Okay, ich muss also mitlaufen. Sehr höchstwahrscheinlich. Soll ich nicht nur kurz mal checken und dann hier hoch? Haha, so schwer war es nicht. Ich war gerade eben mit einem Bienennest drin. Kette ziehen. Und wahrscheinlich das Türchen aufgeht. Oder da hoch können. Ja gut. Okay. Oh, Fläschchen. Wozu wir die auch immer brauchen. Ich will erstmal gucken, wann die Feuer speien. Okay, wir haben ein paar Sekunden. Bis wir da helfen müssen. Also zeitlich gesehen, ich dachte mal, okay, der bleibt stehen oder nicht. Ist ganz doch einfacher, als ich gedacht hatte.
Moment. Jetzt. Haha. Man wird hier wirklich von A nach B geschmissen. Oh! Wir haben schon sehr viel geschafft. Wir sind fast oben. Aber die Zeit ist aber leider schon wieder um. Wir sagen nochmal adios, sayonara, arrivederci und bis zum